Premiere wandern wir wieder nach Deutschland und hören mal, was Menschen uns sagen und an Fragen schicken, die sich via Facebook gemeldet haben. Karl Tausch gesagt, das passt eigentlich alles wunderbar ins Bild. Die Industrie hier profitiert von den billigen Arbeitskräften. Der einfache Arbeitnehmer bleibt auf der Strecke, weil viele Ungelernte oder geringer Qualifizierte den Arbeitsmarkt überschwemmen. Und in die gleiche Richtung geht Flores Gregorio. Er sagt, ich bemühe mich als Ausländer seit Jahren hier in Berlin Arbeit zu finden, bekomme aber nur Arbeitsangebote über Zeitarbeitsfirmen zu Dumpinglöhnen. Was, wenn noch mehr Arbeitskräfte ohne Deutschkenntnisse auf den Billiglohnmarkt drängen? Haben wir, Herr Buschkowski, vielleicht so ganz im Stillen sogar ein Interesse daran, dass das geschieht, was gerade geschieht? Dass man sich unterbietet mit den Löhnen und mit den sozialen Standards? Also wer sowas als Strategie verfolgt, der weiß nicht, was er damit anrichtet und was das morgen bedeutet. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben inzwischen in Neukölln 800 Kinder in den Schulen, die kein Deutsch können, die nicht alphabetisiert sind. Und wenn wir die Menschen werden bleiben. Mhm. Und wenn wir die nicht integrieren, dann werden sie in 10 Jahren ein Heer von chancenlosen Leuten haben, die sich aber nicht erschießen werden, sondern sie werden ihren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Und deswegen gibt es dazu keine Alternative. Ich will nur eins sagen, Herr Söder. Wir haben 1000 Subventionen in dieser Bundesrepublik. Es werden auch Dinge subventioniert, die ich persönlich für ziemlich blödsinnig halte. Will ich aber nicht aufmachen, das Thema. Aber, dass wir ein Problem haben aus der Armutswanderung der EU und dass man dafür auch als Land Gelder aufwenden muss, zu sagen, dass wir in Schulen brauchen dafür, dass wir Lehrer brauchen, dass wir Sprachmittler brauchen. Weil die Kinder, die da kommen, wir machen die Erfahrung, die sind lernwillig, die wollen. Wir haben auf 800 Kinder haben wir 11 Sprachmittler. Was soll denn das? Wir machen jeden Monat eine neue Klasse auf. Wir haben 30 Klassen, wo wir den Kindern erstmal mühsamst beibringen. Die haben noch nie in ihrem Leben einen Tag in der Schule verbracht. Ja, und das ist das, was mich auf die Birke bringt. Wir schreiben uns seit 2,5 Jahren die Finger wund zu diesem Problem. Und jetzt, nachdem der Deutsche Städtetag endlich mal wirklich auf den Pudding gehauen hat, ich habe ja solche Formulierungen vom Deutschen Städtetag lange nicht gelesen, wie er diesmal gebraucht hat, kommt das Thema in Bewegung. Das ist gut so, dass es in Bewegung kommt, weil wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, ob uns das Spaß macht oder nicht Spaß macht. Sonst produzieren wir unsere Ausbeutung. Frau Kühner ist gleich dran. Unser eigenes Land. Weil Sie sagen, Herr Buschkowski, es eben eine Illusion ist, davon auszugehen, dass die wieder gehen. Die kommen und sind geblieben und werden bleiben. Sie sagen es auch, sie werden bleiben. Ja. Ich habe einen diesen berühmten Fall in Neukölln, wo ein ganzes Dorf eingewandert ist, einschließlich Pfarrer. Super. Komplett, das ganze Dorf ist da, einschließlich Pfarrer. Und dann war ein Zeitungsreporter da und hat da ein bisschen rumgemacht. Und dann fragte er zum Schluss, so war es in dem Bericht, ein kleines Kind, sag mal, wo ist denn nur schöner, hier oder zu Hause? Und da antwortet dieses kleine Mädchen, zu Hause war schöner, aber da war keiner mehr. So, und das macht deutlich, was hier eigentlich passiert. Und ich sage Ihnen, ich teile die Auffassung des rumänischen Premierministers nicht, dass wir ganz entspannt bleiben sollen. Es sind alle schon hier, mehr kommen nicht. Ja. Warten Sie den 1.1.14 ab. Wenn alle Schranken fallen, die Zahlen werden steigen. Und die Bundesrepublik Deutschland wird irgendwann noch weiter aufwachen müssen, dass wir etwas tun müssen, um die Menschen dann hier, denen hier zu helfen, dass sie zu einer Menschenwürde in Existenz kommen und nicht nur der Spielball der Kriminalität sind. Damit sind wir wieder bei der Frage, was sich jetzt allein in der Legislative verändern wird. Bisher haben offensichtlich viele Sinti und Roma, Bulgaren, Rumänen, die Chance genutzt, über das Anmelden eines Gewerbes länger als diese berühmten 90 Tage hier in Deutschland zu bleiben. 3000 toll funktionierende Gewerbe offensichtlich allein in Neukölln. Nun ab 1.1.2014 wird es auch diese Beschränkung gar nicht mehr geben, weil die Abschottung, die Deutschland da betrieben hat gegenüber den Osteuropäern, ist dann aufgelöst. Ist es jetzt eigentlich schon zu spät, Frau Künast, um darauf zu reagieren? Nee, also man darf ja die Haltung gar nicht haben, dass es zu spät ist. Ja? Also das wäre eine falsche Haltung. Aber den Punkt, den ja auch Herr Buschkowski angesprochen hat und Sie jetzt mit der Scheinselbstständigkeit,
fast könnte man sagen, dadurch, dass man die Freizügigkeit nach hinten geschoben hat bei diesen Ländern, hat man sich das Problem noch vergrößert. Weil sie sind angekommen, sind, weil sie keine normalen Arbeitnehmerverhältnisse eingehen durften, das ist ja wegen der reduzierten Freizügigkeit so, blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Entweder illegal oder ich melde das 400. Gewerbe in diesem Haus an, wie Herr Buschkowski erzählt hat. Dahinter hängt dann auch keine Krankenversicherung und, und. Ja, Gesundheitsprobleme, dahinter also hängen so viele Punkte. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht mit dem 1. Januar 2014 schlimmer wird, so eklatant schlimmer wird, sondern dass wir schlicht und einfach sogar eine Chance haben, da zu mehr Legalität zu kommen, zu versicherungspflichtigen Tätigkeiten. Und, zu mehr Struktur. Zu mehr Struktur. Und würde ich gerne noch eines zu diesem Facebook-Beitrag sagen, wo jemand ja gesagt hat, damit muss man sich auseinandersetzen, die Sorge, dass all diese Menschen einem die Arbeitsplätze wegnehmen. Fakt ist aber bisher folgender. Sie unterbieten sich gegenseitig, ja, das ist das Problem. Ja, aber weil Fakt ist jetzt folgender. Diese Menschen aus Bulgarien und Rumänien, egal ob Roma, die sind ja sowieso schon von hier, will ich mal darauf hinweisen, diese Roma, die aus Bulgarien und Rumänien kommen, aus Rumänien kommen, dürfen ja gar nicht Arbeitnehmer und gar keinen Arbeitsvertrag abschließen an der Stelle. Insofern haben sie bisher gar keine Arbeitsplätze weggenommen, auch kein Lohndumping betrieben. Wenn dann sowieso, ja, und was an Freizügigkeit überhaupt nur da ist, ist ganz spezifisch für qualifizierte Fachkräfte, die bei uns sogar gesucht werden, weil man entsprechend einen Ausbildungsmangel hat. Also deshalb bitte ich jetzt nicht die Diskriminierung mit solchen Gedankengängen noch fortzusetzen. Aber wir müssen, unser größtes Problem ist, also dass sie endlich erstens mal in legale Arbeitsverhältnisse versicherungspflichtig reinkommen und das andere ist das, was Frau Kessler bezeichnet. Die Frage ist, dass es eine wirkliche Leute Integration gibt. Ja, und das kann für meine Begriffe nur heißen, und da müssen wir uns überlegen, wie wir die Kommunen unterstützen können. Es kann nur heißen, dass die Menschen, dass wir die rauszubrechen sind, um auch kennenzulernen, wie es sonst geht.